Kaum Malat ist ein Pokémon mit den Typen Drache und Boden, existiert seit der 4. Spielgeneration und ist die erste Entwicklungsstufe von Knarksit und Knackrack. Sein weit geöffneter Mund, der einen Großteil seines Körpers ausmacht, dient dazu, Fremdlinge angreifen zu können. Unter anderem dienen seine spitzen Zähne ihm dabei, kräftige Angriffe auszuführen, was auf den ersten Eindruck unwahrscheinlich wirkt, da Kaum Malat sehr klein ist und neben seinem Mund, dessen Kinn bis runter zu den Beinen rot gefärbt ist und im Gesicht nur Arme und Beine hat. Der Rest des Körpers ist blau bis grau und in seiner Shiny-Form ist ein zuvor beschriebener Kinnbereich gelb und der Rest des Körpers blau. Neben seinem für den Kampf ausgeprägten Mund kann es mit seinen Klauen attackieren, um Attacken wie Schlitze oder Drachenklaue einzusetzen. Sein Körper ist wie der seiner Entwicklungen sehr an das Leben im Boden unter hohen Temperaturen angepasst. Es kann seine Umgebung, vor allem dem Boden, sehr zusammen Vorteile nutzen. Beispielsweise kann es Bodengestein aktiv für den Kampf nutzen, wie etwa durch Erdbeben oder Sandgrab. Eine Fähigkeit ist Sandschleier und ermöglicht in Sandstürmen die Flucht und die versteckte Fähigkeit ist Rauhaut und schadet Eindringlingen und Gegnern, sollte es zu brenzligen Situationen kommen. Das kleine Pokémon, das wie ein Landhai aussieht, lässt sich oft in von Erdwärme ausgesetzten Höhlen vorfinden. Oft findet es kleine enge Höhlen in Höhlenwänden und nistet sich dort ein, kommt Beute zu nah an seinem Bau vorbei, schnappt sich diese und zerrt diese hinein. Es lebte einst in den Tropen, aber um der Kälte zu entgehen, lebt es dann dementsprechend heute in den Höhlen mit viel Erdwärme. Es verliert manchmal Zähne, die aber innerhalb weniger Tage nachwachsen und kann damit dann auch wieder angreifen. Es ist dabei die erste Entwicklungsstufe und kann sich zu Knarksil und Knackrack weiterentwickeln, das dann wiederum eine Mega-Entwicklung zu Mega-Knackrack durchführen kann. Kaum Malat entwickelt sich ab Level 24 zu Knarksil weiter, welche sich wiederum durch das Erreichen von Level 48 entwickelt. Dabei bleibt die Grundform relativ gleich, wobei es von Form zu Form muskulöser, größer, schwerer und generell bedrohlicher wird. Die Farbgebung bleibt aber dabei ebenso ungefähr gleich. Dabei werden auch noch seine Krallenlänge und seine blau-graue Haut wird noch etwas dunkler. Außerdem werden kleine Teile des Körpers gelb, beziehungsweise auch der Rotanteil wird in der Mega-Entwicklung nochmal stärker hinzugefügt, die durch ein Knackrack-Need ausgelöst wird. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift, Gestein und Feuerattacken, doppelten Schaden gegen Drachen- und Feeattacken, vierfachen Schaden gegen Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.